Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Türchen hier im Adventskalender. Heute spielen wir Business Tour. Ich spiele mit dem Toman zusammen. Servus. Es ist eine Art Monopoly, nur ein bisschen schneller, ein bisschen kleiner. Ein 2 vs. 2 mit vielen, vielen Siegbedingungen. Zum einen sieht man hier oben schön die Zeit ablaufen. Wenn die abgelaufen ist, wird einmal das Vermögen gezählt. Dann ist vorbei, man kann 3 verschiedene Straßenpaarungen besitzen, dann hat man gewonnen. Oder wenn das Team das besitzt, man kann wie in Monopoly die Bahnhöfe alle 4 Resorts besitzen, dann ist vorbei. Oder man hat wirklich eine komplette Straße, wo wir uns nicht sicher sind, ob man alle 6 braucht oder alle 7. Achso, teilweise sind das ja dann auch sogar nur generell 6, ne? Oder auch hier Tokio, Osaka sind ja sogar nur 5. Ja. Dann kann man in der ersten Runde nur den Land kaufen und bis zur Stufe 2 ausbauen. Oh. Das geht ja schon mal gut los. Ist doch gut für uns, oder? Ach, er hat das verkaufen müssen? Nee, wir haben das. Ich habe Kopf falsch gelesen. Ja, ich dachte mir das gerade auch. Also man kann auf jeden Fall bis zum dritten Haus kaufen und wenn man dann noch einmal drauf kommt oder der Partner, der kann auch für einen das eigene Haus upgraden, dann kann das nicht mehr zerstört werden, wie das jetzt gerade der Fall war. Mhm. Dann gibt es noch die Weltreise, da kann man hingehen, wo man möchte. Doman ist gerade im Gefängnis, auf der verlassenen Insel. Und über die Weltmeisterschaft kann man die Miete erhöhen und mal gucken, ob sich das direkt für die lohnt. Nein. Gut, ich kann nur die eine Stadt auswählen. Wir haben nur eine. Dann machen wir die Weltmeisterschaft wohl mal in Peking. So, und jetzt mal irgendwas Vernünftiges, Hohes am besten. Ich würde gern vor den langen laufen, um die Sachen zu kaufen. Ja, wichtig, wichtig. Na, ich mache nur das erste Haus. Das kostet jetzt ja, schon ja, so viel. Ja, vielleicht ist auch sehr teuer bei dem Chicago. Bei Paris, New York würde ich vielleicht, oder in der Ecke würde ich vielleicht nur Richtung Land gehen, dass man mehr Bargeld hat. Geh mal. Geh mal zur Weltreise. Oh, das ist gut. Du bist nach mir dran. Ja. Je nachdem, was ich gleich würfel, könntest du vielleicht schon was komplettieren bei uns. Ja, du könntest, hoffentlich kommst auf Lio oder so. Mir egal. Nice. Tokio, Osaka, Paris, Neon ist ja, eigentlich fast alles super. Egal. Mir wäre auch Hongkong oder so egal, wenn ich auf Hongkong kommen würde, weil dann könntest du Shanghai holen oder umgekehrt oder so. Ich glaube nicht, dass du so weit kommst. Ah doch, ein paar Paschen, dann ja. Bist du da. Das Einzige bei dem Spiel oder der Nachteil bei dem Spiel ist, wie ihr hier seht, ich kann jetzt schon mal was würfeln, um hier eine Stadt oder was Bestimmtes zu würfeln. Und ich kann jetzt halt auch entscheiden, dass ich nochmal würfeln wollen würde für Echtgeld. Du bist so ein geiler Typ. 600.000 auf 400.000. Na, dann machen wir lieber so. Und das macht es so, das finden wir beide nicht so geil an dem Spiel, weil sonst ist es, ich finde es sonst richtig cool. Aber du weißt halt nie, was die Gegner so würfeln. Ist es wirklich gewürfelt? Er würfelt? Oder haben die mehrfach gewürfelt? Oder? Genau, das ist das Einzige, was am Spiel nervt. Sonst ist es echt ein geiles Spiel. Gut ist, man kann andere mit Tomaten abwerfen, aber ich weiß nicht mehr wie. Das weiß ich auch nicht mehr. Ah, okay. Wir sind in deinem Team, du musst die anderen abwerfen. Oh, nee. Außer Hotels? Nice. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass sie was zerstören, was teuer. Also das war jetzt richtig teuer. Ja, schon wieder von mir. Die sind echt nett zu mir. Ja, vielleicht ist das deren Taktik, einen rauszunehmen. Den besseren Spieler, dann haben sie den richtigen ausgesucht. Ich mach mal erstmal keine großen Schritte. Ah, das ist aber gut. Hast du mich jetzt schon wieder abgeworfen? Nein, ich bin warm würfeln, das war hier der über dir. Okay. Ah, guck mal, jetzt. Oh, jetzt geht's aber ab, Kollege, jetzt geht's aber ab. Komm hier, viertes Haus, dann kannst du direkt ein Hotel drauf bauen. Ja, da muss ich erstmal hinkommen. Und wir glauben, dass diese Fahnen, wenn die da sind, dass man dann mehr Miete kriegt und diese Fahnen wechseln in jedem Spiel, dass das so ein bisschen random ist. Genau. Aber das dürfte uns jetzt niemand mehr nehmen können, ne? Die können das nicht uns abkaufen, wenn ich es richtig... Ja, das ist aber bitter. Und ihr macht es natürlich... Also wir könnten das jetzt uns für 500.000 kaufen, so wie es jetzt ist. Das geht ja eigentlich noch, das geht noch. Ja, am Ende muss man sowas halt machen, weil das könnte halt eine Siegbedingung sein. Und wenn man die ganze Straße hat, die 3, dann verdoppelt das auch nochmal die Miete. Das wäre 900.000. Oh, wichtig.
Ja, aber ich mach mal, ich behalte mir erstmal noch mal ein bisschen Geld. Vielleicht komme ich ja noch mal irgendwie Richtung New York oder so. Ja, die sind ja eh jetzt schon richtig teuer zum Abkaufen. Ja, super nice. Oh, das ist gut. Die haben Nizza zwar schon, aber ist ja egal. Das läuft ganz gut bis jetzt. Das läuft ganz gut, würde ich sagen. Okay, sagt der bessere Spieler von uns, der schon zwei Sachen verloren hat. Ja, da kann ich ja nichts für. Guck mal, jetzt bekommt ihr auch ihre Strafe. 50.000 haben sie verloren. Die haben noch viel Geld noch. Ja, der eine hat noch viel Geld. Heute haben wir 7 gegen 7. Okay, er kauft es nicht ab, er kann es sich nicht leisten. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, bringt den ja auch eigentlich gar nichts, wenn er das jetzt kauft. Das ist noch bekommt, besser. Die Straße bekommen die eh nicht mehr zurück. Die 340.000 in einer Runde nehme ich von einem. Das ist gut, ja. Was habe ich gesagt? Ich hätte gerne Geld für New York. ich mache mal mit Stufe 1. Den Rest kann ich mir eh nicht leisten. Und die stehen beide ziemlich gut davor. Mach ruhig einen kleinen Schritt. Vielleicht kriegst du noch Osaka oder so. Okay. Auch so, auch Haus 1. Das ist ein kleiner Schritt. Und ich hole mir auch Osaka. Hoffentlich kann ich es mir noch kaufen, ja. Oh, nice. Okay, das heißt, wir haben jetzt ein Monopoly von 3. Ja, wir sind auf einem guten Weg. Bis jetzt sind wir auf einem guten Weg. Wir müssen nur die 1,3 Millionen von dem einen bekommen. Ja. Das ist nicht... Wenn der auf Osaka kommt, kann er es abkaufen. Ja, dann darf 700.000 darf er es auch haben. Ja, das wäre cool, wenn du dann nochmal... Ah nee, du hast auch noch so wenig. Das ist unschön, weil wenn die auf Bali gehen, haben sie 3 von 4. Kannst mir nicht leisten, das wäre unser zweites Monopoly. Kannst du nicht einmal so eine Fahne hinbauen? Nee, gar nichts. Schade, schade. Das hätte gekostet 320.000. Aber das kannst du kaufen. War eine Fahne oder so. Nee, das mache ich teuer. Weil es doppelte Miete ist. Ja. Ich chill da erstmal. Ja, gut. Hm. Naja, wenn er es abkaufen möchte, ich finde für 700.000 kann er es dir abkaufen. Wenn er möchte. Hat er nicht. Will er nicht. Nee. Ah nee, Moment, wie teuer war das? War das 700.000? Nee, 1 Million. Kann er gar nicht mehr jetzt. Ah, Leo kann, okay. Ach man, wir müssen auf Venedig kommen, das ist wichtig. Ja. Du zuerst und dann baue ich da ein Hotel hin. Ich werde das nicht auf Stufe... Warte mal, Stufe 3 kostet 440.000. Das kann ich mir nicht leisten. Hm. Wo hat das hingetan? Okay, Las Vegas. Das dauert noch, bis wir da sind. Ja, aber 1 Million ist 1 Million, sag ich immer. Ja. Ich bin auch gleich da nach dem Pasch. Perfekt. Fast Venedig, fast Venedig. Nochmal ein Pasch? Das heißt, ich komme schon mal nicht auf Las Vegas. kaufe ich das jetzt? Komm. Ja, das hier kann ja eh nicht mehr so viel passieren. Nee, deswegen, ich habe gerade auch gesehen. Hier kann ja gar nichts mehr passieren. Hier wird blau. Zerstöre ein Gebäude eines Gegners ausgenommen Hotel. Okay. Las Vegas, oder? Oder... Kostet mach, viel Geld. Ja, mach Las Vegas kaputt, komm. Achso, ich dachte, das ist komplett. Ach, das weg. Ist komplett. Ich dachte auch. Oh, habe ich die Karte nicht richtig gelesen. Ach, Mann. Aber. Mein. Ja, Stufe 3, ne? Okay, man sollte Karten auch richtig lesen. Ja, das, das kauft er ab, oder? Mit 220.000. Ja, das kauft er safe. Ja. Das kauft er safe. Wir müssen in Madrid. Safen für 420 ist da der Wiederverkaufspreis. Ja, wir müssen echt mal Madrid safen. Das ist wichtig. Ja. Aber der hat wenig Geld. Ja, den müssen wir rauskriegen irgendwie. Ja. Komm, ich erhöhe mal die Miete. Auf Tokio kommen. Er soll auf Tokio kommen. Ja, ich erhöhe trotzdem mal die Miete. Achso, blau. Blau sind wir. Ja, das ist gut. Blau ist immer gut. Ja, das ist jetzt nicht so schön, weil jetzt macht er ein Hotel. Ja, da können wir nichts mehr machen. Nee. Das ist ja komplett verloren. Für uns und für die. Richtig. Jetzt gibt er dir natürlich noch ein bisschen Geld. Das ist sehr nett, danke. Nehme ich an. So, und jetzt wäre eine schöne Spende nice. Tokio, komm. Ah, okay.
Okay. Aber er kann es sich nicht leisten. Ah. Das ist jetzt leider ein bisschen unschön, genauso wie das. Hat er nämlich wieder Geld? Ich habe immer noch einen Pasch. Nicht auf Las Vegas, komm, nicht auf Las Vegas. Okay. Investieren. Ja, da kann ich wieder. Oh, doch, wenn du auf Nizza irgendwie kommst. Ja, aber dann müsste ich schon eine 2 machen. Herz. Ich freue mich immer, wenn einer auf Blau kommt, aber nein, du bist ja auch im Game. Ich bin auch blau. Ja. Komm. Ach Mann. Bitte nichts Gutes. Ach Mann. Ich hoffe, er macht Hongkong. Einfach als Fehler. Er wird Las Vegas aber nehmen. Weil wir es schon attackiert haben. Ich glaube auch. Las Vegas wäre sehr schlau. Okay. Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Das haben sie da Nummer 3 von 4. Die müssen ja. Wenn wir auf Rom kommen, dann haben wir Rom weg. Aber dafür gehört uns Rom. Ja, guck dir unser Geld an. Ja, ich bin schon wieder da und kann es mir nicht leisten. Nice. Du bist ein super Mitspieler. Du bist ein super Mitspieler. Ich bin wieder auf Tokio. Aber ich finde, dass die jetzt schon richtig lange immer genau darauf gekommen sind, wo sie drauf kommen wollten. Also, ne, apropos hier Würfel zinken und so. Das war ich. Das war letzte Runde schlimmer, aber. Komm, irgendwas, wo bin ja, ich? Ja, ja. Mach teuer, mach's ha? Teuer. Aber soll ich es ganz teuer machen? Ja, ich weiß ja nicht, was der Wiederverkaufspreis ist. Du kannst ja mal gucken. Der meiste von denen hat 750.000 gerade oder der am meisten Geld hat. Okay. Und der kriegt auf jeden Fall nochmal 300.000 für mal los. Oh. Oh, das war ein Fehler. Ich hab vor Anfang gesagt, das war ein Fehler. Von Anfang an. Nicht Zypern, nicht Zypern. Das ist aber kacke. Ich soll nicht wieder Venedig verkaufen. Mach Peking, wenn du kannst. Peking? Peking ist nicht meins. Dann mach Osaka. Oder Tokio. Ah, nee. Oh, der hat von selber verkauft. Das ist jetzt nicht gut. Das ist nicht gut. Dann haben sie gewonnen. Nee, ja, die müssen erstmal draufkommen, die Loser. Ach nee, warum verkauft ihr denn? Da ist nicht einmal die Zeit so abgelaufen. Und ich habe die nicht gesehen. Oh nee, bitte nicht, oh nee, bitte nicht. Wenn der jetzt auf Zypern kommt, dann sage ich, die haben Geld dafür gezahlt. Okay. Nein, ich mach mal kein Hotel. Auch wenn es vielleicht schlau gewesen wäre. Ich versuche auf. Na gut, dass ich kein Hotel, glaube ich, gemacht habe. Aber ich versuche irgendwie Geld für Zypern zu behalten. Ja, das ist wichtig. Komm jetzt nicht Las Vegas. Bitte nicht Las Vegas. Ja, Vegas, nice. Ich geh Zypern. Ja. Das war wichtig. Oder vielleicht kommst du auf Zypern. Oh Mann. Man kann ja eh nicht kaufen, ne? Ne. Kann er doch, weil er so lange am Überlegen war. Oh, könnte er, 420.000, hätte er kaufen können. Könnte er. Kann er? Nee. Kann er nicht? Du darfst. Okay. Mach's nochmal ein bisschen teurer. Was haben wir da jetzt? Ach, 1 Million Wiederverkauf. Ich glaube, das hat erstmal keiner. Glaube ich auch nicht. So, jetzt haben wir es wieder. Oh, bitte nicht Las Vegas. Wohin soll ich als nächstes? Ja, das ist doch nice. Ja, du kannst nicht aufs Weltmeisterschaftsfeld, oder? Ich glaube nicht, aber ich habe 700.000. Dann. Jo, dann würde ich... Paris. Ich glaube, für dich wäre wirklich gleich einfach vielleicht ganz smart, wenn du einfach auf New York gehst. Einfach einen zurück sozusagen, weil dann gehst du über los, kriegst 300.000 und kannst was wieder über losgehen. Ich finde eigentlich Bargeld in diesem Spiel echt gut. Bargeld ist gut, ja, aber... Und das ist nicht gut. Ich würde Peking wegtun. Ach, unten läuft wirklich eine Zeit ab. Guck mal, bei meinem Geld. Okay, mach Peking. Ist ja egal. Ja. Da kann nichts passieren. Deswegen könnten wir auch fast, wenn du nochmal... die Möglichkeit, dass du oder kurz davor bist, pleite zu gehen, könntest du auch Venedig verkaufen, weil wir kommen da eh nicht an die Reihe dran.
Ach, kannst Picking, ja, jetzt holt Picking wieder. Oder? Ja, moin. Guck mal, dass du 270.000 behältst. Okay. Weil das wäre nochmal Berlin. So billig ist Berlin. Fuck off. Und ich darf nochmal. Jetzt achte auf die Zeit unten. Ist zu Venedig und Peking weg oder so. Peking reicht schon. Okay. Wir kommen also auf Peking immer wieder. Wir haben einfach jetzt in beide summiert 1 Million gezahlt. Ah, er macht das natürlich jetzt ganz teuer. Und wir haben noch 4 Minuten Spielzeit. Das ist natürlich jetzt auch Game Changer gewesen. Ja, das ist richtig. Die haben Glück. Wir müssen irgendwie... Oh Mann. Der Abkaufen geht nicht, dem bin ich mir bewusst. Kein Paris, kein Nizza. Business. Kann ich erstmal chillen? Nimmt man mit? Die haben wahrscheinlich mehr Geld wie wir, ne? Ja, der eine hat 1,1 oh, noch und. Einer ist rausgeflogen? Ne, ist wieder zurück. Das ist gut. Ist deins, ne? Ja, warum bekomme ich nie Geld? Ich kaufe dir, was du möchtest. 1,4 ist nice. 1,4 ist nice. Ah, kriegst du Geld. Kann man das abkaufen? Ah, nee, die Sorts können nicht abgekauft werden. Muss nur zerstören mit dieser Karte. So, jetzt ist die Frage. Jetzt ist die Frage, ich habe viel Geld. Man kriegt weiter Miete, wenn man drinnen stehen bleibt. Nee. Kannst du das safen? Kein Hotel drauf bauen, ja. Mach mal. Mach ruhig. Weil das ist, glaube ich, wichtig, weil da haben die halt schon 2. Du kaufst sie aber frei, ne? Na, nice, danke, das ist meins. Nee, das ist deins! Ach Mann, ich habe das Hotel eingebaut. Ich brauche auch Geld. Ja, da kriegst du Geld. Ja, geil, 25.000. Ja, aber soll ich mich jetzt wirklich freikaufen und nochmal alles teurer machen? Ja, klar. Okay. Du kaufst einfach alles, was du bekommst. Okay, warten wir mal kurz ab. Okay, das können sie ruhig ziehen. Also wir haben gerade richtig gut Geld, ne? Wir haben noch 2 Minuten zu spielen. Du hast richtig gut Geld. Ich bin hier an der Armutsgrenze. Das ist richtig schön. Und ich würde Chicago nehmen, oder? Da können sie beide vielleicht noch drauf kommen. Ja, mach. Mach schnell. Jeder Zug muss schnell gehen. Na gut, die Animation dauert erstmal ewig. Ich gebe dir erstmal Geld. Sehr gut, abkaufen dürfte nicht gehen. Ne, 120.000. Wenn er erst nochmal auf Chicago kommt, hat er ein Problem. Schade. Er hat ein Problem, aber... Er kann jetzt immer... Oh, der kommt wieder auf Sydney, Alter. Hotel kann er nicht machen. Die bleibt drin, denke ich mal. Das ist jetzt nicht schön. Kaufen. Nee, dann aber kriegen die ja Bargeld. Jeder Zug muss schnell gehen, wir hätten gerade einfach das aussitzen müssen. In Las Vegas los. Ich verkauf Zypern. Risiko. Ja, mach ich, ja. Das reicht nicht, einmal Hilfe. Venedig. Scheiße. Wir sind beide hintereinander auf Las Vegas gekommen, wir sind beide hintereinander auf Sydney gekommen. Und er geht auf Feldreise. Mach es immer vor, dann muss ich es nachmachen. Ja, es ist vorbei. Ach nee, Moment, du hast Zypern ja behalten. Ja, ich hab Zypern behalten. Wäre es nicht gereicht. Das wird's gewesen sein. Wir geben dir jetzt noch richtig schön Geld, die letzten paar. Ja und nochmal. Nochmal? Och Mann, kauf ab. Nee, das macht keinen Sinn. Weil dann haben die dann kriegen die ja viel, viel mehr Geld, als es gerade wert ist. Nicht immer ausbauen oder so. Oder? Doch, ja. So, wir müssen jetzt. Ja, er wird jetzt noch einmal spielen. Er wird sich jetzt Venedig holen. Ach, du gibst auch noch mal. Da kannst du noch irgendwie 3 Sekunden warten, dass er nicht über loskommt? Ja, ich muss ihn noch mal rufen. Ach so. Dann kommen wir auf Las Vegas an. So willst du dir mal Geld geben. Wir haben gewonnen!
Ich hab's noch gar nicht gesehen! Wir haben gewonnen! Wie haben wir das denn gewonnen? Schau mal, wie arm ich bin und wie leicht du bist. Ich würde sagen, so haben wir es gewonnen. Ich bin mit Abstand der schlechteste Spieler. Ja, würde ich so unterschreiben. Ja, die Million, die dir fehlt, die hab ich da, die hab ich. Ja, die hast du. Nice. Ja, nice. Gut, und wir haben dir noch richtig Geld gegeben jetzt am Ende. Ja, und das war echt arschknapp. Ja. Okay, mit diesen Worten von Thoman, dass es arschknapp war, bedanken wir uns fürs Zusehen. Und ich hoffe, ihr schaltet morgen wieder ein zu einer weiteren Tür hier im Adventskalender. Bis dann. Ciao. Ciao. Wir haben gewonnen. Wie haben wir denn gewonnen?